setzt man das 1:1. Ja, so. Kann auch einfach Belarus sagen. Außerdem hört das sich viel besser an. Also Weißrussland. Ja. Aber es soll sich ja eben nicht gut anhören. Den mögen wir nicht. Prince ist an der Stelle raus. Aber Kate, ich nicht sagen, dass dieser eine Dings Newcastle bist du jetzt raus oder warum hast du noch ready gemacht? Das ist Jam Stage, da könnt pro 5 Minuten, die ihr da einfach Jam kriegt, ihr halt diese Festivalwährung, keine Ahnung. Ich stehe noch 10 Minuten Discord und dann dachte ich, keine Ahnung, kann man da ein bisschen fahren. Weil ich bin schon mental über Pingy-Gitarre. Von mir aus. Ja, die wären nicht schlecht. Wie viele Festivalpoints hast du? 8600. Okay, ich hab erst 6100. Wisst ihr, was auch mal in so einer, ja, wie soll ich sagen, YouTube-Kacke vorgekommen ist? Was? Hä? Kennt ihr, ja, okay, das ist ein bisschen scheiße, das jetzt zu sagen, aber kennt ihr diese scheiß Zeichentrick-Serie Pepper Woods? Ja, natürlich. Ah, der, ja. Und dann so, und da wurde so dieser kleine, Bruder von Pepper hingestellt. George ist ein Kommunist. Und dann kam so eine Kommunistenmusik, Digga. Vor allem wie. Yo, Digga! Alter! Jetzt wird's aber ehrenlos hier. Einfach die ganze, hier, ey. Einfach die ganze Family schon mit drinne. Von dem Tipp. Ja, wirklich, der ist komplett weg. Wie gut, dass man das in meinem Stream nicht hören kann, Mann! Alter, ich heul. Digga, was hast du denn hier jetzt? Yo, jetzt wird's ehrenlos. Ey, warte, komm her, wir spielen Vampire. Hä, wo seid ihr? Ah, hier, hallo. Hä? Warum kann ich nicht spielen? So, hier. Warum kann ich nicht spielen, Mann? Hallo? Kann ich nicht spielen? Hä? Hä, warum kann ich nicht spielen? Ich kann auch nicht spielen. Oh, warte. Ach so, Max Number of Players in Jam Circle, Digga. Zu irgendeinem anderen Jam Circle. Okay. Hier zum Beispiel. Moin. Ich kann nicht. Mann! Alle können spielen, nur ich nicht. Wie kann ich dir beitreten? Ich hab keine Ahnung. Ich check das. Spiel ich halt hier auf der Bühne. Ey, ich kann ja auch nicht spielen, was soll denn das? Ich kann ja nichts spielen, was soll das? Bro, nicht so Vocals. Ich bin schon um die fucking Ecke rum. Warum kann ich hier nichts spielen? Aber es ist synchron, das ist satisfying. Ich kann einfach nichts spielen, ach komm. Nein, hm? Ich heul. Mann, ich hab fucking Elektrogewehr, ne? Ich werd mit Elektrogewehr und Waffen, wenn niemals ein Kühlung runtergeht. Cool, dass ich nicht mehr spielen kann. Ach komm. Ich lieb Fortnite schon wieder echt. Ich mach so schnell wie es geht. Wer spielt da um Speed rum, Digga? Ja, ich mach das. 180 Speed. Ja, ihr könnt wenigstens spielen, ich kann gar nichts machen. Oh mein Gott. Was ist der VH langsamste, was er dachte? Alle Kinder passten durch den Reifen, außer Nick, der war zu dick. Außer Polaris, der Fettzeug. Halt's Maul. Sorry. Alle Kinder schneiden ihren Apfel mit dem Messer, außer Hagen, der hat zum Magen. Wow, das hier ist so entertaining.
Alle Kinder sind normal, aber ja. Alle Kinder machen einen Auszug. Dieser Muskelkater vibet einfach nur mit uns. Alle Kinder machen einen Auszug durch den Gletscher. Oh, wie hieß der Witz nochmal? Alle Kinder machen einen Auszug. Yo. Oh, Bro, jetzt haben wir keinen Gesang mehr. Warte, ich mach Gesang. Nee, Alle Kinder machen einen Ausflug zu den Gletschern. All. Oh, Marc, das ist nicht bei der Wort. Ich mach aber nicht mehr bei der Bahn. Alle Kinder machen einen Ausflug zu den Gletschern, außer Malte, der verschwand in der Digga. Ich sag's extra nicht. Bei mir alle können spielen, ich kann gar nichts machen. Du kannst spielen, komm her. Nee, kann ich nicht. Doch. Sag ich dir ehrlich. Komm, ich kann nichts machen. Nix? Doch. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Geh gar nix. Nee, guck! Geh gar nix! Nix! Okay. Der hat ja schon die Superstile. Nein, warum spiel ich jetzt Ash? Der spielt das Game. Oder er hat einen scheiß Gitarrenskin, ich mag den nicht. Ach komm! Mach, dass du verschwindest! Mach, dass du wegkommst! Mach, dass du gehst, du kleiner Ekelhafter! Less than von 9 Inch Nails. Less than. Warum ist das, das Butterborn Schlagzeugspiel irgendwie? Schon irgendwie. Digga, warum gibt's keinen Stinkefinger-Emote? Stinkefinger, Polaris, solche Wörter? Was denn, Digga? Ist doch so! Gangsterboy-Style. Ich darf das, ich hab ne Berechtigung dazu. Na, du hast nicht recht. Ich entzieh dir einfach jegliches Recht. Kannst du nicht, weil ich älter bin als du. Kindergarten hier. Nee, du darfst nicht spielen. Du bist zu jung. Bist du schon 7? Junge, es macht so keinen Sinn. Warum können alle spielen außer mir? Das ist so doof. Außer mir? Warum? Ich würde man das hier aber so oder so spielen. Ich check's nicht, das ist so langweilig. Ja, lass quitten. Ich wär raste irgendwann noch raus, ey. Bring me higher, take me higher. Baby, okay. Als nächstes kommt's noch, Prince kommt noch auf die Idee, eine Band aufzumachen. Hat er in der 4. oder in der 3. Klasse gemacht? Ja, da hat er das Video, ich kann es dir schicken. Ja, das Video. Ah! Doch, schick mir das Video, bitte, schick mir das Video, bitte. Ja, hat dir das Video nicht geschickt. Doch, mein Praktikum, actually. Hat ich das nicht sogar erzählt? Bitte, schick mir das Video, bitte. Henry, schick mir als Beweis. Ich glaub's dir nicht. Du kannst es auch, Dings als so einmal sehen Nachricht machen, damit ich es halt nicht spreche. Kann eigentlich nicht sein, weil Maria hat das Video nicht und hat mich gefragt. Sie hat es gleich von Leonis Mutter bekommen. Boah. Richtiger Sidequest, das zu kriegen. Erstmal mit der Mutter reden. Warum nicht, Digga? Und das alles nur, um Kates wahrhaftig wunderbaren Gesang zu hören. Nee, sorry, warte. Ich würde das so gerne hören. Vor allem die Mutter von der expostet sie noch, Digga. Oh, stimmt, dass er gerappt. Yeah. Weil die anderen beiden ja nichts konnten. Auch die Drake nicht. Nicht konnte, jetzt einfach nur ein Wort dafür, sie wollten nicht gemobbt werden. Digga, Tom hatte Tablet mit irgendeiner Scheiß DJF einfach irgendwelche Griffe gekriegt, Digga. Das hat sich auch so angehört. Ja, du warst auch, Digga. Ey, du warst mal richtig gut mit Tom, ne? Der hat sich Dings. Der hat sich. Der Kerl hat einfach Dings. Der Kerl hat einfach wie ein Fettsack auf den Tasten rumgedrückt. Die Kälte hört, ne? Oh, Digga. Ich hab keine Ahnung,
Ich habe zweimal performt. Meine Hose ist weiß. Oh Junge! Oh Digga. Ach Digga. Was ist jetzt schon wieder hier los? Aber schick das Video wirklich, wenn du es wirklich hast. Oder woher soll ich das denn haben? Entspann dich. Ich kann dich wieder entspannen. Bubble, bubble. Treat me like my baby. No, no, no. Harry, was gar nichts aussagt. Alles einfach. Leute, man kann insgesamt. Leute, man kann insgesamt 1800 Artefakte farmen. Wer war der aus dem Auto geslipt, oder? Was? Aus welchem Auto? Hä? Der aus dem Auto JFK? Ja, ich hab doch gesagt. JFK. Das F steht für Fortnite. John Fortnite Kennedy. Da haben die Illuminati das erste Mal eingegriffen. Jo. Ach Digga, es sind halt noch 19 Stunden, bis es überhaupt wieder voll ist. John F. Kennedy war mein Lieblingsmensch. Ich dreh durch. Dein Idol. Da ich mit auch aus dem Auto gesnappt bin. Ach Digga. einfach Fiebertraum. Nee, einfach John F. Kennedy ist das Leben. I still have a lot to do. Ich versteh dich gar nicht, du bist so weit von deinem Mikro weg. Ja, hallo du. Yo. Prinz, so chill. Hier? Der ist einfach müde. Seine Müdigkeit spricht aus ihm. Ich verstehe nicht, wie du immer so früh so müde bist. Nicht nur er ist müde. Geht mir nicht anders. Was? Ich verstehe dich einfach nicht so. Digga, ich bin direkt an meinem Mic. Hallo. Digga, ich hab ein gutes Mikro. Ich hab wirklich gutes Mikro eigentlich. Merke ich nicht gerade. Oh, ich hab einen Affenfilter gefunden. Oh nein, bitte nicht. Für Discord? Discord? Wo gibt's Filter? Discord, hä? Okay, guck gleich auf meine Kamera. Polaris, du darfst Discord kurz nicht öffnen on stream. Ich mach's auch nicht. Oder ja. Ich mach jetzt just Chatting. Hast du Zuschauer? Ein. Aber euch hört man doch sowieso nicht. Außer Minecraft. Deutschland. Hey, was machst du jetzt? Oder was hast du vor? Mark? Ja? Ich spiel grad Baldur's Gate noch beim Start einfach nur zum zweiten Mal und hab jetzt schon drei neue Charaktere. Was? Was ist eure Meinung zu Palworld? Ich weiß nicht. Ich bin schwach in dem einfach so abzuklatschen. Ich meine, es ist ein eigenes Game, aber es ist ja ganz klar. Ja, das einzige Gute daran ist, dass du halt Menschen und Pokémon versklaven kannst. Och! Deswegen klingt so gut. Oh Gott. Ich meine, hätte es das Feature nicht, niemand würde spielen. Allerdings, oh mein Gott. Oh, Polaris, hört sich echt mal so an, als solltest du mal aufgehen, ne? Oder als ob du mal ins Bett gehen solltest. Junge, ich... Ja, ist schon Polaris, geh mal. Ich brauch... Ja, keine Ahnung, Digga, ja, ich... Scheiße. Ich glaube, ich bin langsam durch. Das Ding ist aber, ich hab's auch nicht mehr so drinne, bis mehr als Mitternacht wach zu bleiben. Oh mein Gott. Ich hab eigentlich eh nicht gedacht, dass ich heute so früh streamen werde, aber ich hab's halt gemacht. Ich hatte gar nicht gedacht, dass du so
Skirr, in meinem Audi, Skirr, in meinem Audi, baller die 500 FPS. Ne, baller die Kurve zu krass, der kann ich in die Kurve noch Platz. Skirr, in meinem Audi. Ich guck mal kurz in mein Inventory. Skirr, in meinem Audi von Drachenlord. Oder Rainer Winkler DR. Oder Drache DR. Also Drache DR steht für Drache Drachenlord. Krank, oder? Drache Drachenlord. Ja, diese Kreativität in seinem TikTok-Stream-Namen. Aber die Kurve zu krass. Okay. Ich habe so einen geilen Spot gefunden. Junge, Junge, bei dem, was ich dieses Jahr noch vorhab, denke ich mir auch nur so, was geht nur wieder bei meinem Kopf ab. Was hast du noch vor? Ach, yo. Vor allem, du redest gerade so, ne? Du redest gerade so, du kommst mit jeder asozialen Schiene um die Ecke, Digga. Ja. Nee, ich sag ganz ehrlich, es ist eine Sache, die Prince niemals machen würde. Prince würde niemals... Okay. Only abspielen, Digga. Der will niemals das anrühren, weil es ihn so hart brechen würde. Also ich würd's haben. Oh, ehrlich, Alter, dann. Ich würde eigentlich auch subben, nur um zu sehen, was du darauf machst. Ich will für 399. Jungs, 399. 399. Kann ich dir das Geld einfach in der Schule geben? Nö, du musst schon das haben. Käthe, weißt du noch, als ich das eine Mal bei dir gepennt habe? Oh, Digga, was geht hier schon ab? Yo, wow, was ist das eine Mal, als ich das eine Mal hörst? Wow. Oh nein. Ey, aber ne. Ich glaub, jetzt ist alles vorbei langsam. Ey, was ich bin ja auf dem Es sieht aus, als wäre sie in unserer Schule, Digga, im Computerraum und hätte irgendeinen Film von irgendeiner Firma. Guck mal, den Snap, den ich dir schicke. Ey, das ist so. Ja, was kann ich jetzt noch die Story von Celestine analysieren? Nein, ich frage mich, wie man. Ich frage mich, wie sie da hinten. Ja. Das ist wirklich sad, Digga. Ich weiß nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber hatte sie nicht auch irgendwie so, also wie Henry halt erst ganz spät einen Platz? Ja, da hat es sie. Ja, wird safe daran liegen. Weil, Digga, das wird. Das wird ja noch nicht rein. Ey, Jungs, wär's. Bei mir, wer weiß, vielleicht interessiert es mich, warum du rein. Ey, Jungs, wär's genauso ich durch wie ich. Ich. Hoch die Schwänze machen. Och, Digga! Anyways, ich glaube, ich gehe jetzt wirklich auf, weil ich muss morgen das Plakat und den Bericht machen. Ja, viel Spaß dabei. Aber Bericht müssen wir erst bis zum 8.2. abgeben, oder? Ja, wir müssen ihn abgeben. Ich stehe auch auf, Jungs. Tschüss, ne? Jo, ciao. Ja, sehen wir uns schon morgen oder so. Okay. Jo. Ich war kack gerade übelst in Overwatch. Oh mein Gott, ich wurde gerade fast gesniped. Oh, spielst gerade Overwatch? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte einfach random Bock und ich hab dich aber nicht gefragt, weil du ja sehr intens am Baldur's Gate Gaming warst. Chat, jetzt kann ich wenigstens mal den Sound wieder anmachen, wenn wir Just Chatting machen und ich hier noch ein bisschen Videos guck. Das geht wenigstens noch. Aber Gameplay heute schwierig. Geht nichts mehr. Außer Minecraft. Halb YouTube. Deutschland in Minecraft. Ja, Mann, mein Team ist aber. Also, wir sind halt alle grad scheiße. Ich check aber auch nicht, wie es. Was läuft? Die kein Damage kassieren. Jetzt seht ihr hier hochqualitatives Minecraft-Gameplay. Minecraft-Spiel. Lest mal, was er geschrieben hat. Wann? Hä, was willst du, Digga? Minecraft.
Ich habe aber auch viele Nachrichten bekommen von so Kollegen aus der Umgebung und sowas, die auch schon Kinder haben, die so 7, 8, 9, 10 sind, die jetzt sagen, Digi, seit du Minecraft spielst, wie meine Kinder von... Wie ist er da rausgekommen? Das frage ich mich nur gerade. Wie sie wieder ein Spiel auslutschen. Da möchte ich eine ganze Sache ganz kurz zu sagen, okay? Ich habe auch letztens einen Twitter-Post von Elotrix gesehen, wo er so gesagt hat, wie zum Kotzen das ist, mäßig. Ich versuch's ja, Digga, aber ich mache einfach keinen Damage. Aber ich finde, ich muss ehrlicherweise sagen, die werden einfach nur krass gehealt. Im Gegenteil. Aber ich finde es ziemlich schwachsinnig, oder ich check's solche Aussagen echt zu nicht mehr. Weil natürlich kann man jetzt... Und selber, ich wollte damit nur gesagt haben, dass ich FN nur noch so lange playen werde, bis ich wirklich quasi diese Season durch habe und halt vielleicht nächste Season noch den Siegesgleiter mitnehmen. Gerade weil ich die Streak aufrecht erhalten will von meinen Siegesgleitern her, aber ja, mehr steckt eigentlich auch nicht dahinter. Den Rest V-Bucks hau ich ja sowieso noch raus. Dann ist eh vorbei. Aha. Ja, so sieht's aus. Okay, Roadhog verkackt dann halt einfach. Marc, ich komm gleich online, wenn ich den Fight einmal kurz zu Ende habe. Oder hörst du dann schon auf? Ja, doch, ich würde dann noch ein kleines bisschen. Weil das Ding ist, also Real Talk, ich kann da auch echt gar nicht mehr. Real Talk. Ich sehe mich da halt einfach nicht mehr drin. Das haben du und Prince aber selber heute auch gemerkt. Ja, schon irgendwie. Das ist einfach echt nicht mehr ein geiles Game, Digga. Das ist einfach nur noch zum Kotzen, selbst wie es in dem Turnier-Tab abgeht. Immer wieder solche Fehler drin. Minecraft nicht mit Black Ops 2 Zeit vergleichen, weil damals ist Black Ops 2 neu rausgekommen. Minecraft ist schon alt. Es ist doch eine geile Sache, Digga, wenn alle auf ein Spiel suchten. Weil, ja, du schreibst, Carsten hat zu Recht, aber ich finde, Carsten hat in dem Fall nicht recht und vielleicht... Aber alle sagen GGs, niemand ist toxic, das ist rare. Oder beispielsweise ein älterer COD-Teil. Obwohl wir eigentlich so richtig krass verkackt haben, ich verstehe aber auch nicht. Die sind einfach nicht gestorben. Damals, ich hab Mauga gespielt. Den Ding der Mauga. Mauga. Also von Twitch Deutschland. Oha, es gibt einen Mauga-Skin im Shop Rugby. Da hat er einfach nur jetzt ein Shirt an und er ist blau mit ein bisschen Rot. Für 1000 Overwatch-Coins. Oh, aber der Live. Oh, der Live-Weaver-Skin, Digga. Oh, den hätte ich so gerne. Aber 2100. Nee. Ich habe damals mal in Terraria reingesuchtet, aber das Ding ist, ich würde es nicht nochmal wiederholen wollen, ganz ehrlich. Bro, ich hätte so gerne diesen Live-Weaver-Scan, der ist so geil. Und die haben, warte, was? Roadhog ist einfach, die haben so einen Skin rein... Roadhog ist jetzt einfach ein Eisbär in seinem neuen Skin. Ist doch eine geile Sache, Digga. Ich finde es schade, dass es so dann ein bisschen gehatet wird. Ja, der ist schon gut. Und auch Carsten, dass er das dann so hatet. Aber warum kostet... Carsten soll mal seinen Fettarsch bewegen und auch eine Runde Minecraft zocken. Der Junge ist in seinem Dings gefangen. Band mit einem Emote, also ein Skin, ein Emote, ein Waffenanhänger, ein Spieler-Icon und ein Spray. Genauso viel wie ein Skin, ein Souvenir, eine Spielerkarte und ein Spray. Warum kostet das genauso viel? Ich hab grad nicht zugehört. Was gibt's bei dem einen mehr? Bei dem einen gibt's halt ein Emote und bei dem anderen halt ein Souvenir. Also ich finde, Emote sollte halt schon auf jeden Fall teurer sein. Ja. Und bei dem anderen. Und dann gibt's halt noch bei Roadhog noch einen Waffenanhänger, wo es halt bei Live Weaver nur noch eine Spielerkarte gibt. Bei beiden gibt es noch ein Spray und du kriegst sogar bei Roadhog ein Item mehr hinzu, was halt ein Spieler-Icon ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum das Live Weaver Bundle genauso viel kostet wie den Roadhog Bundle. Ich find's geil, ich mach den Stream an. Aber dieser Skin ist so geil. Abo, Eli, Willi, Sid, alle sind. Also jetzt den Roadhog-Skin oder den? Den Live-Weaver-Skin. Also den Roadhog-Skin ist auch auf jeden Fall gut. Weiß, da sind Leute aber, zum Zocken. Also wie gesagt, für 1900 ist schon echt krass, aber... Jeder hat so ein bisschen sein Ding gemacht. Oder naja, 2100 für den Bundle und du kannst den Skin halt für 1900. Also ich habe mitbekommen, dass Blizzard 1900 Mitarbeiter eben mal so gefeuert hat, weil zwei Leute die Firma verlassen haben.
Beispiel mit dem Drive-Star ja. Mit bis zu die haben eine, an einem neuen Spiel gearbeitet. Aber haben die zwei, sag ich mal, die glaube die Lead Director haben das Studio dann verlassen und daraufhin wurden erst einmal 1900 Leute gefeuert. Ja, nice. Ja. Ja, Diggi, letztes Jahr haben sie auch im Ausland haben sie auch eine Stelle, quasi haben sie alle Mitarbeiter entlassen von Twitch quasi an einer Arbeitsstelle in irgendeinem Bereich. SAP, vielleicht sagt euch das was, hat letztens auch dann nochmal 8000 Stellen gestrichen. Interessant. Auch im Bereich Software. Ja, aber bitte, also dieser Live-Fieber, ich weiß nicht, ich mag einfach seine Frisur richtig gerne, das ist alles eigentlich. Und aber den Skin einfach allgemein. Ich lieb den, ich würde den eigentlich kaufen. Ich würde ihn kaufen, wäre so 1500. Ich glaube, dann würde ich ihn kaufen, aber 1900 ist mir, glaube ich, zu viel. So eine quadratischen, hässlichen Sachen. Keine Ahnung, der Mauga-Skin sieht gar nicht mal, finde ich, sieht da eigentlich ganz in Ordnung aus. Ja, der ist in Ordnung, so, aber wie gesagt, es ist nicht gut, aber auch nicht. Boah, ja, oh, heftig. 10 von 10, nicht gut, aber nicht scheiße. Ja, ist cool, Jo. Frag mal die anderen, was ja. Auch unauffällig hingehen und mal gucken, ob denen auffällt. Ja, ja. 20. Was geht? Wilder Skin auf jeden Fall. Hey, was, das ist ein Unterschied? Ich hab vorhin noch einmal ein bisschen, ich habe eine Runde Rank gespielt. Und natürlich. Haben wir das natürlich verloren, weil unsere DPS deren Fahrer nicht gekillt haben. Machen noch so eine Art Flucht hier, von der niemand was weiß. Lass uns pfeifen. Jetzt war meine Geheimtür, ihr Wichser. Nix, alles gut, ich bin nur etwas müde. Oh nee, Mann, warum haben wir eine Ahnung? Ich will kein Nanoblade machen, ich verkack das dann. Egal. Also irgendwie, ich muss sagen, also wenn ich etwas aus meinem Film raus bin und ich das durchgemacht habe, was ich durchmachen will, ich hätte irgendwie mal wieder Bock auf ein Projekt mit den Jungs. Egal was. Wer chillt da? Wer chillt noch irgendein Gegner? Also ich hätte echt irgendwie Bock. Oh nee, Symmetra. Genau, und genau Mauga. Und ich glaube, dann muss ich aber wechseln. Ich kann kein Genji gegen eine Symmetra spielen. Wow. Ah, und noch. Oh mein Gott, das ist doch einfach. Digga, was machst du da einfach? Ach, der Kaka ist der verloren. Ich kann das. Die sind richtig scheiße, die können wir easy clappen. Warte, warum war ich auf einmal so low? Warte, habe ich noch einen Healing-Effekt gehabt? Ja, ich glaube. Ah, scheiße. Ich spiele Sojourn, glaube ich. Wer bist du, dass du das Recht hast, mich hier als dumm zu bezeichnen? Dann bist du einfach weg vom Fenster. Digga, ich spiele das jetzt hier zum ersten Mal. Du wirst mir sagen, ich bin scheiße. Ich will sehen, dass du im Game zum ersten Mal spielst und besser bist. Ich spiele das Spiel das allererste Mal. Ich habe das noch nie gespielt. Wer bist du als Mod, mich hier als dumm zu beleidigen? Auch mal zuhören, was ich da sage. Oh, was war das? Digga. Mal Gespräche. Whitelist. Yeah. Beste Whitelist-Bewerbung für Argos GTA RP Server. Jetzt schon! Wollen Sie gewitelistet werden? Ja, bitte. Aber die Ult war auch richtig unnötig. 19. Ahmad, wie alt bist du? 19. Safety doch lieber, hä? Okay, 17. Ahmad, ehrlich, weil du gehört, ich hab vorhin gesagt, Digga, ich kill auch grad gar nicht. Nimm Hand aufs Herz, wenn du ehrlich bist, zahlt sich das aus. Wie alt bist du? 16. Gut, nimm wenig, tschüss. Okay. Ich hatte 7 HP kurz. Jo. Tattoos so groß sind eigentlich echt smart. Ohne Tattoos würde das, glaube ich, viel beschissener aussehen. Du kannst die Proportionen so gar nicht wahrnehmen. Voll der gute Tipp eigentlich. Scheiß auf abnehmen. Ich nehme jetzt 60 Kilo zu und zähle mir den Bauch zu. Hä? Wie bin ich gestorben? Trimax steht, Digga. Guck mir einmal an kurz. Digga, er hat nicht mal auf mich drauf geaimt. Du standest. Der Zenyatta, du standest vor mich. Und deren Mauga stand auch noch vor unserem vor deren Zenyatta und er hat mich trotzdem gekillt. Digga. Report den einfach mal. Ah ne, kann man ja erst nach dem Match machen, doch. Digga. Trimax hat voll die geilen Brustwarzen eigentlich, ne? Oder? So richtig clean. What the fuck, wie schnell wurde ich gelasert? Ja, same.
Marc, guck dir einfach mal an, wie viel Schaden ich reduziert habe. Richtung entwickelt, ja. Ich weiß nicht warum. Leute, ich zeige euch mal was. Guckt euch das mal an. Ich habe das fetteste Bild von mir gesucht. Ich habe diesen Artikel gesehen. Es gibt von mir im Internet. Ich kann halt nicht pushen, während dieses Bilder. Match verwollt hat. Und T-Online hat sich entschieden, natürlich meine Raygun für ihn zu nehmen. Ich kenne den Clip schon, Digga. Das sieht wirklich aus. Ultra low. Ich hasse es. Das hasse ich immer an Sigma. Er macht die Gegner immer nur low. Er kann sie nicht töten, halt. Und es gäbe sogar schon einen Plan, wie oh, unser Zenyatta aber gerade. Streamer 7 Tage lang kein Essen, dann mit Challenges hier länger durchhält. Muss da hätte ich ziemlich Bock. Komm, haben wir. No, no. Ah, Digga. Was ist das denn? Okay, jetzt haben wir das aber, glaube ich, hier. Das ist mein Lieblingsbild von sich. Ja, okay. Was? Das ist das hat na, ist doch okay. Ist doch alles gut. Ja. Oh, der hat dadurch Boost. Nano-Boost gehabt. Ja, keine Ahnung, was auch haben die. Hast auch du selbst vielleicht etwas mehr auf den Hüften? Ich mach mit Ult. Oh, der Zenyatta ist one. Hä? Warum bin ich gestorben? Das check ich nicht. Hey! Er hat noch Zenyatta Ult. Naja, egal, wir haben wenigstens den Point jetzt. Er ab 21 über 105 Millionen Euro. Komm! Ich bin aber auch 24-7 low gefühlt. Neu bei Erben Sortiment. Geil. Ja, Digga, was soll ich machen gegen ihn, wenn er einfach seine Ult poppt? Wenn er auch einen Nano-Boost kriegt. Nice, aber wenigstens. Und mit stolzen 546 ja, natürlich! Natürlich legt die scheiße Matchup noch! Naja, aber ich glaub. Ja, Digga, wow. Ich glaube aber auch nicht, es ist so eine gute Idee, in Sigma in das Match reinzuspielen. Mega, es läuft eigentlich ganz gut, außer diese Matcha. Ey, Chat, ich sag euch ehrlich. Die verkaufen dieses Produkt ernsthaft auch in dem Laden, wo ich letztens war. Ich bin da so die Rolltreppe runter. Und ohne Witz, genau neben der Rolltreppe stand es. Eher Abstand da drin. Ich dachte mir so, Digga, jetzt gibt's es einfach schon da. What? Ich konnte nicht. Ich brauch auch mal mehr. Healen, Leute. Ich krieg auch kein mehr. Heal. Sascha ist live. Gut. Ja, ich wusste, dass er die Werbung macht. Da, also alles gut. Hat er gut gemacht, gute umgesetzte Werbung. TikTok? Die neue TikTok Live Elite. Ich hab auch gedacht, dass ich. Bin schon so oft gestorben. Oh nee. Ich finde die Idee von Sascha ziemlich geil, dass was? Wir wirklich im Hallenbad treffen und diese Jumpers Challenge machen. Ach du Scheiße. Ich weiß noch die Zeit, wo Sascha zu mir gesagt ja, hat, dass Achtung, ich niemals TikTok war. Runterladen, weil er findet, das ist so eine Schmutzplattform. In Agewell. Ja, um, das ist einfach Doppelmoral. Der Löwe hat einen Sound hier auf der Plattform und das goldene Universum. Der hat auch einen Sound. Oh, sorry. Okay. Ja, die Orisa ist halt hinter uns und klappt uns halt alle. Das goldene Universum. Ja, ich war vorne. Ich hab die Sprache gepusht. Was auch eigentlich unter den Jatta? Oh, Mann, da. Hier kannst du eine Tür hin. I don't know. Oh, Digga, nee. Wir waren on-stream schlafen, sehr unangenehm. Der beschützt hier die. Kieke für eine einzige Sekunde. Du hast so einen Schaden, wer hat dir denn die Minecraft weggeschissen? Ich muss halt irgendwie den Zenyatta killen und dann meine Ult auch mal machen. Die ist nicht mehr normal. Aber eigentlich sollte. Isa ist wirklich so verkraftet. Was ist da? Sich Monte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was geisteskranke Bauten auf dem Server angeht. Okay. Soll man noch ja da gehen, da durchpushen? Eichenwald dafür. Ja.
deinem Schlafzimmer, wie krank ist das? Oder auch mal die Kreativität. Ich mach den Zenyatta immer low mit meinen Raygun-Schüssen, aber er stirbt danach nie. Ich habe irgendwie den Soldier gekillt. Boah, ich brauch hier. Bruder, wie willst du das hier schlachten? Das ist meine Kuhfarm. Extra für die Massentierhaltung gezüchtet. Ja, Achtung, sie macht Ult. Wer hätte das vorhersehen können? Ah! Wo kommt denn die Kuh her, Digga? War chillen, stand da gerade. Achtung, Symmetra, Geschiss zu. Nein! Der Nachdenkliche. Komm! Einer ist hier so ein bisschen weird. Wow, das haben wir jetzt wenigstens. So weiß ich nicht, ich würde nicht zu früh reden. So ja, oh, ich dachte kurz, wir haben den Punkt jetzt schon. Ich habe liebes Kommando nach Max hin. Also der hat gewartet. So eine Scheiße. Mach ich ihn da. Hand oh, ziehen. Sorry, Sigma ist sehr langsam. Digga. Ja, Digga, was soll ich auch machen, wenn ich alleine, wenn Arno und ich alleine habe? Minecraft sonst nicht. Was, so was macht Bro Zen Jatta? Was tust du da? Ja, ich war nicht schlecht. Oh, na gut, Chat. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Ich kann nicht mehr. Na gut. War ein nicer Stream gewesen. Hat auch auf ja. jeden Fall Bock gemacht. Also, ich denke mal, die beiden sind jetzt auch langsam durch. Naja. Mal gucken, ob ich heute Abend live gehe, weiß ich jetzt noch nicht, beziehungsweise ja morgen halt. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen Abend live gehen werde, wird man sehen. Falls nicht, dann wisst ihr ja, was am Start ist, nächstes Wochenende wird wieder gelivestreamt. Und sonst mal gucken, vielleicht die Tage noch Content, wenn ich mich dazu bewegen kann. Letzten Tage habe ich ja eher so einen ruhigen gemacht. Einfach Prince 2.0, Digga. Ja, ist nur bei ihm jetzt inzwischen jeder Tag ist ein ruhiger Tag. Ist halt wirklich so, Digga. Okay, Alter, Digga, das wird zum Meme. Ja, ist hier einfach noch am Ende mit dem Livestream dabei, egal. Und am 7. Tag ruhte Gott. Und am 1. Tag... Am 2. Tag, am 3. Tag, am 4. Tag, am 5. Tag, am 5. Route KJ. Den musstest du jetzt noch mit reinbringen, ne? Das musste sein, Selma, oder? Ja, musste es. Ah, geil. Ich feier's. Naja, gut. Chat. Für die Leute, die alles verpasst haben, schaut's euch gerne mal noch auf YouTube an, auf meinem YouTube-Kanal, die Stream-Highlights, könnt ihr gerne abchecken, würde mich freuen. Oh, du spielst Widowmaker? Ja. Und mal gucken, vielleicht werden Saber und Prince heute Abend nochmal versuchen mit FNCS, wissen wir noch nicht. Wobei, ich weiß schon, wer keinen Bock drauf hat. Eieiei. Da kracht's. Prince hätte ja eigentlich auch mich fragen können, aber lassen wir mal. Na gut, Leute. Haut rein, mach's gut, schlaft ja. alle gut und dann bis zum nächsten Mal. Oh, die haben auch eine Widow. Ciao, ciao. Yep, ciao.